nicht wahr, Vicky? Wenn du mal ein richtiger Wikinger bist, dann rollst du so ein Fass mit links. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Hm. Seht euch diesen Jammerlappen an. Vicky hat zwar immer die besten Einfälle, aber was seine Muskeln angeht, da muss er erst noch ein echter Wikinger werden. Boah. Boah. Tja, die brauchen einen großen, starken Kerl wie mich. Ja, du bist der allerstärkste, Gilby. Genau, und das werde ich Ihnen beweisen. Ist das schwer? Macht euch bereit, gleich wird's lustig. Bist du stark, Snorre? Ich möchte auch mal so stark sein wie du. Das wirst du auch irgendwann mal, Gilby. Du musst Geduld haben. Du hast recht. Hilfe! Ich kann doch gar nicht schwimmen! Hilfe! Hilfe! Wir müssen ihn retten! Um Thors Willen! Helf mir! Ich will nicht gewaschen werden! Festhalten! Das war's! Du bist gerettet! Zum Glück warst du hier, Gilby. Hast du gut gemacht. Sie ist so schwer wie das ganze Schiff. Habt ihr das gesehen? Er ist stark, unglaublich stark, so stark wie ein Bär. Ja, und er hat sich sogar verletzt. Ach, halb so wild. Das ist ein echter Wikinger. Der Junge gehört zu uns. Ja! 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 Aber nur 8 Leute passen auf unser Boot. Tja, da muss jemand Platz für ihn machen. Der Schwächste von uns. Hey, Captain! Warum fährt Vicky eigentlich immer mit uns mit? Weil er die besten Einfälle hat. Das stimmt. Aber Muskeln sind auch ganz nützlich. Na ja, die Muskeln, ich weiß. Gilby darf auf keinen Fall deinen Platz kriegen, Vicky. Dann müssen die beiden eben gegeneinander antreten. Wie wäre das mit Schach? Nein, die Wikinger-Regeln sind eindeutig. Es geht Mann gegen Mann. Und der Stärkere siegt. Ich weiß, wer den höchsten Punkt vom Bootsmast erreicht, darf mit uns fahren.